Mein Interviewgast heißt Michael Ballweg. Ich muss ihn nicht vorstellen, Sie kennen ihn alle. Und die Eigenschaftswörter aus dem Werkzeugkasten der Altmedien erspare ich uns allen. Michael Ballweg hat seine Haft in Stuttgart-Stammheim unbeschadet überstanden. Es lohnt sich, ihm zuzuhören, um zu verstehen, was uns und ihm da eigentlich passiert ist, aber mehr noch, um zu verstehen, was in Zukunft geschehen sollte. Im Gespräch. Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Und es gibt schon ein bisschen was über die Vergangenheit zu reden. Wir wollen ja hauptsächlich darüber reden, was man in Zukunft machen kann. Mhm. Aber was mit dir gemacht worden ist, muss öffentlich aufgeklärt werden. Also zumindest müssen die Leute wissen. Fangen wir doch mal an. Also als ich gehört habe, Michael Ballweg wird beschuldigt, die Zahlen waren sehr hoch, über 1 Million veruntreut zu haben. Es war von Betrug die Rede, Spenden an der Seite vorbei, sozusagen umgeleitet. Also gehen wir doch mal davon aus, und es ist ja überall berichtet worden. Ich habe nachgeguckt, ist es wirklich Tagesschau, heute, die allen ganzen großen Zeitungen, die Medien. Also das heißt, fangen wir damit an, was ist von diesen Vorwürfen übrig geblieben? Nichts. Also es lautet nur noch auf versuchter Betrug, das heißt ein Gedankenverbrechen und versuchte Steuerhinterziehung, weil ich meine Steuererklärung aus dem Gefängnis nicht rechtzeitig abgegeben habe. Und also das Landgericht hat ja die Anklage regelrecht zerpflückt und hat sie nicht zugelassen. Das Oberlandesgericht hat jetzt gesagt, es muss verhandelt werden. Das heißt, es wird ab Oktober einen Prozess geben in Stuttgart, wo das Anwaltsteam aber sehr optimistisch ist und dass das alles aufgeklärt wird und das am Ende auch sehr gut für mich ausgeht. Also man muss ja dazu sagen, dass das erste Gericht, als es die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gesehen hat, gesagt, es macht kein Verfahren. Also das sagt ja etwas über die Absicht aus, die dahinter stand und auch über die Qualität der Ermittlungen zu den Vorwürfen. Ja. Wie haben die denn versucht, diesen Fall aufzubauen? Also man muss sagen, ich darf ja nicht so viel drüber reden, weil das aus den Akten darf ich jetzt nicht zitieren, aber ich kann einfach nur sagen, also in Deutschland kann man aufgrund von Kontoauszügen und daraus wirren Behauptungen, konstruierten Behauptungen, verhaftet werden. Zumindest wenn man so wie ich jetzt anscheinend eine große Demokratiebewegung oder eine Freiheitsbewegung für die Freiheitsrechte steht. Also ich bin, meine Hausdurchsuchung und meine Verhaftung sind rein aufgrund von 160 Seiten Kontoauszügen passiert, wo dann halt drauf gereimt wurde, diese Buchung sieht komisch aus. Und auf der Basis hat dann ein Richter die Durchsuchung zugelassen und hinterher auch die Untersuchungshaft für 9 Monate verlängert. Und es gibt ja so ein paar, ich bin ja immer humorvoll mit dem Thema umgegangen, gibt ja so ein paar Anekdoten. Also wenn man dann in dem OLG-Beschluss vom 15.11. war, das wo meine U-Haft nochmal verlängert wurde, liest, dass das Gericht sich auf Jan Böhmermann bezieht und der ja gesagt hätte, ich wäre Unternehmer des Jahres, Corona-Unternehmer des Jahres, dann denkt man, man ist schon irgendwie, ich dachte gut, 11.11., Fasching hat gerade angefangen. Das ist schon absurd, genauso absurd, wie es natürlich war, dass die Gerichte sich bei den Demo-Verboten immer auf Zeitungsartikel bezogen haben. Also das ist, man begründet jetzt Maßnahmen, egal ob es Grundrechteeinschränkungen sind oder Verhaftungen, mit Zeitungsberichten oder mit, also dass der Jan Böhmermann Comedian ist, hat das Oberlandesgericht vielleicht noch nicht mitgekriegt. Satire darf ja alles. Also darf er das auch. Corona-Unternehmer des Jahres waren natürlich andere, Bill Gates und ein paar andere Milliardäre, die sich dumm und dämlich verdient haben und vielleicht auch ein paar Politiker, die gute Maskendeals gemacht haben. Da gibt es ein ganz anderes Summen als das, was mir jetzt da konstruiert vorgeworfen wurde. Und ja, also ich kann nur sagen, Demos ist ein ganz schlechtes Geschäftsmodell, also lässt sich kein Geld damit verdienen. Mit Testzentren schon, deshalb gab es sie ja auch an jeder Ecke. Ich sage immer, wenn sich mit Demos Geld verdienen ließe, dann gäbe es sie ja jeden Tag und überall. Also von daher, wir harren der Dinge. Ich werde den Winter in Stuttgart sein und natürlich wird es da auch wieder ein paar Aktivitäten geben. Wenn ich schon da bin, kann ich auch ein bisschen... Stammheim war ja natürlich auch so ein Name, der bekannt war. Wie wichtig war denn für den Staat, dass es Stammheim ist? Oder wie ist das zustande gekommen? Und wie sieht Stammheim von innen aus? Als, ja,
Das weiß ich jetzt gar nicht. Also es ist natürlich die JVA, die an meinem Wohnort ist. Und dann ist es naheliegend, wenn man halt in Stuttgart wohnt, dass man dann auch in Stuttgart-Stammheim untergebracht wird und nicht jetzt in Mannheim oder Karlsruhe oder woanders. Die Fälle gibt es, glaube ich, auch. Aber es war jetzt, ja, wie ist Stammheim? Also es gibt ganz viele Details dazu in meinem Buch. Wir wollen ja nach vorne ein bisschen gehen, aber yeah. Ja, also wie stellt man sich ein Gefängnis vor? 10 Quadratmeter. Ich hatte den Luxus, dass das schon der renovierte Teil war. Das heißt, dieser Toilettenbereich war nicht mehr mitten im Raum, wie es praktisch in den alten Gefängnissen ist, sondern man hatte schon so einen separaten Bereich. Wer die Etap-Hotels kennt, kann sich so eine Zelle vorstellen wie das, nur in feuerfest. Mhm. Okay, eine Sache. Ein bisschen unbequemer, ja. Okay. Die Behandlung, wie war das? Also die Beamten haben mich immer korrekt behandelt. Und ich kann dann, also kann dann nichts sagen. Es war alles immer fair, auch unter den Gefangenen, sage ich mal, 100% Querdenker. und ich sage mal, nee, 98%. Es gibt doch ein paar ängstliche ältere Menschen, die vielleicht noch da länger Sorge hatten. Ansonsten war es drinnen wie draußen. Also Corona-Maßnahmen gab es bis am Ende, weil es als Gefängnis eingestuft ist. Das heißt, ich als Nicht-Geimpfter konnte meinen Anwalt oder auch meine Familie nur hinter Glas empfangen. Und ansonsten ein interessanter Einblick in eine ganz andere Gesellschaft bekommen. Und viel nachgedacht, viel Zeit gehabt, auch viel Zeit, Dinge zu lesen. Ich war ja vorher eher nur unternehmerisch tätig und habe mich nicht so mit Politik beschäftigt. Also hat eine gut sortierte Bibliothek. Zum Beispiel was gelesen? Ja, die Rudi Dutschke-Biografie, aber auch die Anti-Atomkraft-Bewegung. Aber auch sowas natürlich wie Gandhi-Biografie. Aber auch Rudolf Steiner gab's da noch. Und so nach 2-3 Wochen war das ja so, dass die Menschen angefangen haben, mir Bücher zu schicken, und da habe ich sehr viel gute Literatur bekommen. Mhm. Also ich möchte vielleicht noch erwähnen, Flensburger Hefte, sehr interessant. Mhm. Die soziale Plastik von Beuys, genau. Oder auch viele andere. Also es war, habe die Zeit genutzt, um mich weiterzubilden. Václav Havel will ich vielleicht noch erwähnen, das kleine Buch von ihm. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Wie von Olga oder welches? Nee, es war tatsächlich... Ist auch nicht so richtig. Ich weiß es nicht, wie es heißt. Genau, also ich glaube, Rubicon hat es mal rezitiert und Schönes drüber geschrieben. Und dann habe ich, also ich habe immer Artikel zugeschickt bekommen. Und dann habe ich praktisch gesehen, da gibt es ein interessantes Buch, was mich interessiert. Dann habe ich halt geschrieben. Der Brief wird dann ja von der Staatsanwaltschaft gelesen. Und dann hat es ungefähr so, nach 4 Wochen hatte ich ungefähr dann das Buch. Also man lernt Geduld und Demut im Gefängnis und Dankbarkeit. Muss ich sagen jetzt, ich hatte mit dem Matthias Bröckers, der auch dieses Buch hier zu verantworten hat, also dass es hergestellt worden ist, und der war extrem begeistert, wie sie das durchgestanden haben. Er hat gesagt, so unbeschadet und so sozusagen abtropfen lassen, diese Situation an sich selber, hätte er nicht für möglich gehalten. Mhm. Ja. Aber er hat gesagt, es ist echt. Also das, wie haben Sie das für sich selber? Wie haben Sie das durchgestanden? Also ich habe ja schon immer viel meditiert und es gibt immer Herausforderungen im Leben. Und die Frage ist ja, wie reagiere ich auf Herausforderungen und wie bin ich bereit, mich auf eine Situation einzustellen? Und man hat natürlich diese Herausforderung der Machtlosigkeit in dieser Situation. Man hat die Herausforderung dieser Willkür. Aber die Frage ist ja immer, was kann ich aus den Situationen lernen und was kann ich für mich mitnehmen? Und ich glaube, man kriegt auch, ich bin ja durchaus spirituell unterwegs, man kriegt immer nur Aufgaben, die man auch meistern kann. Das heißt, ich hatte relativ schnell ein sehr gutes Anwaltsteam. Ich hatte die, so wie es gesagt hat, die Kontakte im Gefängnis waren auch okay, da konnte man sich austauschen. Habe witzigerweise auch einen Banker kennengelernt, der dann auch Bankkonten für die Bewegung vielleicht zur Verfügung stellen kann. Also die Frage war eher so für mich so, interessant, jetzt bin ich in dieser Situation, was kann ich daraus für mich lernen und in welchen Dingen kann ich wachsen? Und natürlich gibt es diese
sagen wir, diese Ungewissheit, wie lange dauert das jetzt? Dauert das jetzt 9 Monate oder 2 Jahre oder 5 Jahre? Also wenn man diesen Betrug, den man mir zuerst unterstellt hat, da ist es ja so, dass es für, also es, wir werden ja 9.450 Betruge vorgeworfen, wurden mir. Für jeden gibt es 6 Monate bis 5 Jahre. Dann konnte man das praktisch hochrechnen, dann wären wir irgendwie bei 8 bis 10 Jahren wahrscheinlich gewesen. Das war so diese Frage, wie lange dauert diese Prüfung. Aber nachdem dann das Anwaltsteam hatte sich ja relativ schnell gegründet, am Start war, auch der Kontakt hergestellt war, so die ersten 4 Wochen waren natürlich erstmal sehr holprig. Genau, und die Akzeptanz ist halt wichtig, dass man die Situation akzeptiert. Das heißt nicht, dass man es gut finden muss, aber man sagt erstmal, die Situation ist jetzt, wie sie ist. Und von dort guckt man dann, was kann ich tun. Habe ja viele Briefe auch geschrieben aus dem Gefängnis, die es auf der Webseite Querdenken 711 gibt. Und habe mich mit dem Geldsystem eben auch intensiv beschäftigt. Das war so der wirtschaftliche Teil, den ich auch vorher schon hatte. Und ja, interessant war ja, dass die Verhaftung praktisch nach meinem letzten Termin im Apollut-Studio eigentlich stattgefunden hat, wo ich ja über das Thema digitale Freiheit und Freiheitshandy gesprochen habe. Da hat mir auch der eine oder andere gesagt, das war jetzt das Video praktisch, also dieses Thema digitale Freiheit und digitale Selbstverteidigung. Damit hast du jetzt, also das wäre praktisch der Grund gewesen, warum er mich mundtot machen will. In meinem ersten Brief auch im Gefängnis. Dann reden wir da gleich auch nochmal drüber. Ja, in meinem ersten Brief hatte ich ja geschrieben, dass, also meiner Meinung nach war es einfach eine geplante Aktion, um die Organisation zu zerschlagen. Und zur Organisation zerschlagen gehört natürlich, dass man erstmal die Organisation verunsichert, dadurch, dass man externen Schock auf die Organisation gibt, wenn es einfach eine Person weg ist. Beziehungsweise man sagt, also das, was ich mit der Person mache, kann dir auch passieren. Es gibt ja viele, die, sag mal, diese Schlussfolgerung daraus ziehen und dann erstmal sagen, jetzt gehe ich in Deckung. Aber auch, dass man natürlich meine finanziellen Möglichkeiten mir genommen hat. Also ich bin ja seit jeher Unternehmer und unabhängig. Deshalb ist so, dieser Vorwurf ja auch total absurd, dass ich mich da hätte bereichern wollen. Und ja, dieser Schock auf die externe Organisation und die Zerstörung aller. Ich hatte ja diese Stiftung gegründet, die letztendlich die Organisation oder die Organisation weiterer Demos machen sollte. Also man wollte einfach verhindern, dass sich diese Strukturen verfestigen, die ich angefangen habe aufzubauen, und das ist leider jetzt halt auch gelungen. Also die alle Firmen, die ich hatte, sind jetzt in der Liquidation oder in der Auflösung. Und damit gibt es jetzt erstmal natürlich keine sagen wir, Struktur, die wirken kann. Und ich hatte jetzt einen Teil meines Geldes zurückbekommen. Dann ist es nach der Ankündigung von der nächsten Demo am 3.8. wieder gepfändet worden, diesmal vom Finanzamt. Also mit der Begründung? Nicht mit der Begründung, also es gab vom Steuerstrafsachen Finanzamt irgendeine wilde Steuerbehauptung und die wurde jetzt einfach vollstreckt. Mhm. Und aber es, also der zeitliche Zusammenhang ist halt einfach interessant. Ich mache das und 3 Tage später, zack. Es gibt ja sowas wie eine Aussetzung der Vollstreckung, glaube ich. Da wurde dann einfach nicht drüber entschieden. Also es ist schon sehr, sehr spannend. Aber für mich ist es einfach eine Herausforderung. Ich bin jetzt Pionier und für mich geht es jetzt einfach darum, okay, diese zentrale Finanzierung kann nicht mehr stattfinden, also muss ich mir eine Lösung überlegen, wie kann ich es dezentral finanzieren. Und das ist ja auch immer dieser Ansatz gewesen, den ich bei Querdenken gewählt habe. Ich habe gesagt, also Querdenken 711 ist als Organisation viel zu angreifbar. Deshalb verschenke ich alles Know-how, wie man Demonstrationen macht, an andere, damit die auch welche machen. Und dann ist man nicht mehr so angreifbar. Und jetzt versuchen sie uns halt über die Zahlungsströme platt zu machen. Ja, nicht nur mich, sondern auch Apollut wurde ja auch das Konto wieder gekündigt. Ja, ja. Und anderen eben auch. Also ich hatte es immer gesagt, also die nächste Stufe ist jetzt zu sagen, wir müssen denen, die im, sag ich mal, sich für die Freiheitsrechte einsetzen oder dieses sich nicht der Agenda 2030 beugen wollen, die Finanzmittel abschneiden, weil damit sind sie erstmal handlungsunfähig. Und natürlich schüchtere ich auch andere damit ein, weil die haben ja dann auch Angst, dass ihnen praktisch die Lebensgrundlage vielleicht genommen wird. Also ich kann sagen, mit Bargeld und Bitcoin kann man wunderbar leben. Man braucht nicht unbedingt mehr ein Bankkonto mehr. Mhm. Es ist nicht unholprig, das muss man auch sagen, aber Pionier sein war ja noch nie unholprig. Vielleicht haben wir auch einfach ein bisschen Freude daran, neue Dinge zu entdecken. Mhm. Und dann geht es schon ganz gut.
Ich will eine Sache nochmal zurück, weil ich das gefunden hatte. Das ist hier, also das einmal ist Zersetzung von der Stasi-Handbuch, weil es interessant ist. Und das Ganze gibt es natürlich auch im Freien Westen. Mhm. Das ist eine Geschichte, von die Snowden mitgebracht hat, also von den Five Eyes. Guck mal, welche Geheimhaltungsstufe da drauf war. Top Secret, ja? Ja. Und da wird dann für die Zielperson zu diskreditieren, also Honey Trap, also eine Geschichte mit einer Frau initiieren. Ganz einfach Social Networking Fotos, das sind jetzt Sachen, die nicht so, dass man einen Blog anfängt, der vorgibt, von der Person zu sein, ist von jemand anders. Das wird bei mir gerade gemacht. Ja. Gibt es also der Dirk Pohlmann im Telegram und das hat nichts mit mir zu tun, habe ich mehrmals versucht zu stoppen, aber das läuft weiter. Und dann ist hier, dass man Kollegen, Nachbarn und Freunde mit falschen Nachrichten versorgt. Aber jetzt kommen Sachen, die sind tatsächlich, also Online-Techniken zu verwenden, damit etwas passiert in der realen oder in der Cyberworld, also in der Kunstwelt. Und dann breite Informationsoperationen, also Einfluss und Unterbrechung, also und technische Unterbrechung. Ich weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel technische Unterbrechung, ob das auch gemacht wurde. Ja gut, es gab ja den Brandanschlag auf die auf den LKW-Demo. Ja. Das ist ja so was gewesen, wo man versucht hat, eine Demonstration zu verhindern. Was bis heute, oder viele fragen sich ja, warum gab es dann trotzdem am nächsten Tag eine große Bühne? Das war einfach so, dass auf der Demo vorher ein Unternehmer zu mir gekommen ist und gesagt hat, also ihr habt hier ja Anfänger-Equipment, macht es doch mal besser. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn, dann helf uns doch. Und dann hat er gesagt, ja, nächste Woche mache ich das mal. Und das, diese Information war auf der Gegenseite natürlich nicht bekannt. Die dachten, wir nehmen den bestehenden Veranstalter und dem sein Equipment haben sie eben in die Luft gejagt, was ja bis heute auch nicht in der Presse groß berichtet wurde. Genauso wenig wie der Anschlag auf den Ken Jebsen, ne, auf der Bühne. Den wir in allen Details, wir haben ja sogar gezeigt, wer es war und die wissen auch, wer es war. Und wir haben gezeigt, dass ein großer Feuerwerkskörper, wahrscheinlich ist eine andere Hülle dran gemacht worden, die dann, also diese Sachen können eine Hand abreißen zum Beispiel, die da geworfen wurden. Aber war halt Ken Jebsen, war nicht so schlimm. Ja, dafür. Nee, ich stand ja auch nebendran an dem, aber es sind vom Universum tatsächlich gut beschützt. Und so. Und, es ist ausgegangen. Das Ding ist brennend geflogen und ist dann aber nicht explodiert. Genau. Ja. Also hier, das ist eben GCHQ, das ist so die NSA von den Briten, Online Covert Action. Und dann ist die Aufgabe, ist zu verhindern, dass also die Möglichkeiten genutzt werden, zu unterbrechen, jemand zu runterzumachen. Ja? Also degrade, wie soll man das übersetzen? Also degrade, verleumden und runtermachen. Deceive, täuschen. Und jetzt wird's hier interessant, das ist eine, wie man eine Firma kaputt kriegt, vertrauliche Informationen durchzustechen über Presse und über Blogs. Ja. Also, und post-negative information, negative Informationen über die Person zu oder die Firma online reinzustellen über entsprechende Foren. Und Ruin Business Relationships, also die Geschäftsbeziehung zu ruinieren und Deals, die man hat, also Geschäfte, Verträge zu unterbrechen. Das trifft ja wohl alles zu. Das trifft alles das zu. Trifft alles also zu. Post-Negative Information ist ja klar. Also gab es ganz viele auf Twitter, die dann halt angeschrieben haben und gesagt, hallo, liebe Bosch Kommunikationsabteilung, wisst ihr überhaupt, was euer Lieferant da macht? Zum Beispiel. Und dann war natürlich gleich der Business-Deal. Also die Firmen haben ja dann eine Compliance-Abteilung und die machen halt eine Risikobewertung, sagen halt ja, das Risiko, dass dieser Shitstorm auf unser Unternehmen übergeht, also beenden wir lieber vorsichtshalber mal die Geschäftsbeziehung. Ist im großen Stil übrigens, ist eine Sache, die unterschätzt wird in der Wichtigkeit. Das war auch der Punkt, wie Tucker Carlson bei Fox rausgeholt wurde, weil es dann Ratings gibt von solchen speziellen Agenturen, die für die Firmen sagen, wie gefährlich ist es in diesem Umfeld aufzutauchen, wenn ich Werbung mache. Ja. Und wenn dieses Verdikt gefällt ist, dann ist ganz schnell Schluss in den Medien mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Dann ist etwas aus derselben Sache von Snowden, was ich auch interessant fand. Also wie man Punkte findet, die man ausnutzen kann, die zum entweder zusammenfügen oder auseinanderbringen. Und das ist eben, also dass man gemeinsam Opposition ist, dass
man eine gemeinsame Ideologie hat und dass es, dass man gemeinsame Glaubenssätze hat, also dass die auch gesellschaftlich akzeptabel sind. Wenn man das zusammenführt, gibt es eben Spannung. Ja. Und hier will ich vielleicht noch gerade sagen, das war ja auch das Besondere an der Querdenkenbewegung, die ist so heterogen und trotzdem hat sie ja zusammengefunden. Also den Punkt, das war natürlich, das war für die Gegenseite enorm unheimlich. Ungeheim. Das ist, ich kenne das aus der Stadtbahn-West-Bewegung, als dann auf einmal der schwarze Block aus Frankfurt mit der evangelischen da zusammenstand und die merkten, man kann auch noch miteinander reden. Und die haben alle, die Frankfurter haben übernachtet bei uns im Dorf bei den Leuten, also die Leute, die die Singvögel im Winter durchgefüttert haben. Dann haben die richtig Angst bekommen. Genau, weil das war genau, eigentlich ist das eine große Stärke auch von Querdenken gewesen, die größte, diese Diversität, wo man, was ja auch bei den Demos zu sehen war, es hatte sowas Festivalartiges. Mhm. Die Stimmung war eigentlich die von, ich sag mal, irgendwas zwischen Kelly Family oder Woodstock für Erwachsene. Ne? Genau, also, So, und so war es auch geplant, weil die Demos sollten ja Energie bringen. Genau. Mhm. Aber wir waren da hängen geblieben. Ne? Was ist und dann kann man das eben spalten, indem man zum Beispiel sagt, jemand ist ein Egoist, also persönliche Power, er ist einfach auf seine Machtzugewinn aus. Dass man Trennung, die es eigentlich vorher schon gab, weiter nutzt. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel hat Henrik M. Broder, der sich bei dieser Thematik sehr ähnlich wie Ken Jebsen einsortiert hat, aber dafür gesorgt hat, dass Ken Jebsen zur Verbrennung, öffentlichen Auspeitschung und Erniedrigung abgeführt wurde. Das war eine andere Sache. Und dann kann man eben sagen, du willst mit Antisemiten zusammenarbeiten, gerne genommene Sache. Und die dann, dass man Wettbewerb bzw. Konkurrenz einführt und ideologische Unterschiede betont. Mhm. Ich denke, dieses Modell, das sehr einfach ist, aber das kann man sehen, das ist tatsächlich durchgeführt worden. Also ich gehe davon aus, man kann sagen, dass die Behandlung, die Querdenken bekommen hat, mit staatlicher Unterstützung eine Zersetzungsmaßnahme war. Ja, absolut. Das wäre also es sind ja bei uns noch mehr Dinge passiert. Das eine ist ja, also ich sag mal, der 1.8., der war ja so ein Lucky Punch, da hat uns der Staat ja noch nicht so richtig, oder zumindest die Stadt Berlin nicht richtig. Die 17.000 Personen-Demonstration, bei der ich war und nicht wusste, ich habe geschätzt damals 300.000, war meine Schätzung. Okay, aber so aus dem dicken Bauch raus. Ja. Und dann ab dem 1. oder nach dem 1.8. sind ja die Zersetzungsmaßnahmen richtig angelaufen. Also da ging es dann los mit, ja, der Ballweg ist doch gesteuerte Opposition. Dann kamen auf einmal die Leute rein, die gesagt haben, also dieser friedliche Schrott, den der Ballweg da macht, der bringt alles nichts, wir müssen praktisch anders vorgehen. Und solche Elemente, würde ich halt sagen, die sind natürlich alle eingeschleust, um die Bewegung dann auch zu spalten. Wie war das mit dem König von Deutschland eigentlich? Wie ist das zustande gekommen, dieses Treffen dort? Ja, das war ja erst Ende im November. Da war wieder tiefster Lockdown. Der Querdenkenruf war durch die Presse schon so positiv, dass jedes Hotel geschrien hat, bitte kommt zu uns und haltet eure Tagung bei uns ab. Also es gab nur ein Ort, ein Restaurant in Thüringen, das gesagt hat, hier könnt ihr praktisch ohne Maske und ohne Pandemiebedingungen praktisch bei uns tagen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und wir durften ja auch bis 16 Uhr bleiben. Das hat ja noch, ist bloß noch außen halt nicht rausgekommen. Und erst dann wurden wir aufgelöst. Also es ist relativ interessant, warum das so lange gedauert hat. Es hat auch keine einzige Ordnungswidrigkeit gekriegt, wo ich ganz viele Ordnungswidrigkeiten eigentlich sonst habe, wegen jemandem auf der Bühne die Hand auf die Schulter legen. Also das war eigentlich der Grund. Also wir brauchten eine Lokalität, wo wir sein können. Und die war halt in diesem ominösen Königreich. Und natürlich bin ich auch interessiert immer. Vielleicht hier ist auch noch dieses Spaltungsthema, da gehört auch dieses Prinzip Kontaktschuld noch dazu. Also ich treffe mich erstmal mit jedem und mache mir mein eigenes Bild. Und nachdem ich jetzt weiß, wie die Realität funktioniert, dass das, was auf Wikipedia steht, nicht den Tatsachen entsprechen muss, kenne ja meinen eigenen Eintrag, muss ich ehrlich sagen, natürlich treffe ich mich einfach erstmal mit jedem. Und dass dann da so ein großes Ding draus entsteht. Also eigentlich sollte ja eine Bewegung, das ist vielleicht auch noch was, was hier wie zerlege ich eine Bewegung? Eine Bewegung zerlege ich auch damit, dass Sachen nicht vertraulich behandelt werden. Und dass dann wieder einzelne Egos vielleicht nach vorne preschen. Weil eigentlich ist ja so ein internes Treffen erstmal intern. Dass das dann in so großem Stil nach außen geleakt wurde, weiß man jetzt nicht, wer da welche Interessen hatte. Aber das ist natürlich nicht der Sinn der Sache gewesen.
Also Wikipedia würde ich tatsächlich auch erwähnen, weil das eine der Methoden ist, um eine, um eine Kontaktaufnahme zu verhindern. Wenn jemand einen entsprechenden Eintrag hat, dann ist die Bereitschaft, sich mit dem auseinanderzusetzen. Genau. Das ist eine sehr wirksame Methode an dieser Ecke der Operation. Ja. Also so werden viele Leute diskreditiert. Ich will das auch jetzt damit abschließen. Was ich noch sagen will, ist, dass die Medien, die werden ja auch gerankt, zum Beispiel von NewsGuard. Also gibt es ein Ranking, wie seriös die sind. Und zum Beispiel Multipolar von Paul Schreier, einem der sorgfältigst recherchierenden Journalisten auf diesem Erdball, würde ich sagen. Hat auch 2020 schon ein super Video gemacht zur Pandemie. Also der ist sowohl, ich habe im Gespräch mit Walter von Rossam gesagt, er ist penibel und gleichzeitig furchtlos. Diese beiden Eigenschaften sind selten zusammen. Ja. Selten zusammen. Und der hat nur 83%. Aber 100% haben zum Beispiel die FAZ, die ZDF oder ARD. Und die haben berichtet, dass sie ins Gefängnis gekommen sind. Dass sie, was ihnen vorgeworfen wurde, Betrug. Wie viele Berichte hat es gegeben in diesen Medien, die das gerade gerückt haben? Dass das kein. Also kann man sagen, das sind alles unseriöse Medien, weil das alles ist den freien Medien vorbehalten. Genau, so funktioniert es halt. Erst diskreditieren, irgendwas wird schon hängen bleiben. Und aber das Thema ist, also es ist tatsächlich, da gehe ich schon ein bisschen nach vorne vielleicht, was tun wir jetzt? Also es ist ja so ein Kampf jetzt entbrannt um die, wer hat die Deutungshoheit über dieses Thema oder generell, wie groß ist diese Freiheitsbewegung, welche Reichweite hat die? Es gab mal einen wunderbaren Podcast, auf MDR war das, glaube ich, da haben sich dann zwei Redakteurinnen echauffiert, dass jetzt auf den Demonstrationen so viele YouTuber rumlaufen als Journalisten und praktisch eine, die würden nicht die Wahrheit berichten, aber die haben ja einfach den Livestream gemacht, von daher. Und die waren so richtig echauffiert und man hat gemerkt, praktisch sie verlieren die Kontrolle darüber, über dieses Monopol. Gestern war, glaube ich, eine Umfrage bei web.de, die hatten berichtet über dieses Thema Meinungsvielfalt jetzt, also diese Aktionen, da war zwischendurch eine Umfrage, wie glaubwürdig halten Sie den ÖRR? 16.000 Stimmen, 94% nicht glaubwürdig. Also, okay, da muss man bei Umfragen muss man immer gucken, ob man eine Repräsentative hat, aber es ist so, dass in den Studien ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland hat die höchste Glaubwürdigkeit, aber insgesamt ist es so, dass es in allen westlichen Ländern kontinuierlich bergab geht. Also ich will auch nicht sagen, dass er repräsentativer ist. Es ist einfach nur interessant zu sehen, wenn das Pendel so eindeutig ausschlägt. Jetzt habe ich natürlich, selbst wenn ich wenn ich dann Median einfach nehme und sage, selbst wenn 50% nur wären, dann wäre das schon ziemlich hoher. Es wächst. Also was man sagen kann, ist, dass dieser Anteil, als ich studiert habe, lag der noch bei den Umfragen von Leuten, die gesagt haben, sie glauben da nicht überhaupt nichts von dem, was da kommt. Der war so bei 3-5% und der geht jetzt Richtung 15-20. Ja? Genau. Und das ist, wenn man das in den USA sieht, ich kann auch noch ein anderes Beispiel sagen, zu Zeiten von Kennedy, vom Kennedy-Mord, war die Einschätzung in der amerikanischen Bevölkerung, dass die Regierung gutwillig schon das Richtige macht, war über 70%. Und da sind wir jetzt unter 30. Ja. Ja? Das sind alles Effekte. Also das heißt, das hat sich, und kann man sagen, durch was? Also die Herrschaft über die die Radiowellen hat, nicht die Alternativmedienszene, sondern aber sie wird immer stärker. Und das ist auch, wie vieles andere, ist es ein Konkurrenzkampf. Hier wird jetzt also Verlust der Kontrolle über diesen, und es wird mit den entsprechenden staatlichen Medien gegengehalten. Das heißt, wir haben jetzt wir haben Demokratie wird gefördert vom Staat. Ich kann immer nur lachen, von dieser Idee. Also wenn ich als Staat die Demokratie fördern will, dann muss ich dafür sorgen, dass es viele unabhängige, von mir unabhängige Bewegungen gibt. Das wäre wirklich, wenn man sagt, man ist ein ehrlicher Demokrat. Und vor allem, ich muss es fördern, dass die Untertanen keine Untertanen mehr sind, sondern dass sie sich als mündige Bürger natürlich auch kritisch mir gegenüber äußern dürfen. Weil also eine Demokratie funktioniert ja mit Kritik und Diskussion. Sollte und man nicht, annehmen. Und nicht damit, dass man sagt, du bist doof, weil du X bist. Ja, das hat ja mit einer sachlichen Debatte jetzt nichts zu tun. Das Zentralkomitee des ZDF hat ja gerade gemeinsam mit seiner Betriebskampfgruppe, wie heißt das, Unterhaltungskombinat Frohsinn heißt, glaube ich, haben sie ja festgestellt, dass nie die Vielfalt in den öffentlich-rechtlichen Medien größer war. Und sie haben auch Leute
die mit Blauhemden angetreten sind, um zu sagen, so gut wie jetzt war es noch nie, ja. Und diese Leute der anderen. Und man muss jetzt natürlich diese Leute, die das behaupten, muss man mit der gesamten Härte des Rechtsstaates bestrafen, mhm. weil Desinformation muss bekämpft werden. Ja. Hier müssen wir ganz klar sagen, die Demokratie braucht vielleicht auch die Auspeitschung, die öffentliche wieder. Ja. Das ist so. Also in diesem Gedankengebäude ist man auf einer schiefen Ebene, mhm. und da sind diese Leute. Das muss ja. man sagen. Und jetzt können wir mal darüber reden. Also für mich ist es so, ich gebe jetzt mal meine private Meinung wieder, dass Michael Ballweg durch das Durchstehen dieser Geschichte, durch die ungerechtfertigten Anwürfe, dass ein deutsches Gericht sagt, wir können noch nicht mal das Verfahren eröffnen, mhm. bei diesen Sachen, trotzdem 9 Monate Haft, das hat so einen Julian Assange-Geschmack, ja, von der Rechtsstaatlichkeit mhm. im Umgang. Ich will das nicht direkt vergleichen, aber es hat so einen Geruch, ein Ogü, mhm. ja. Und das durchgestanden, also das heißt, damit ist jetzt jemand vor uns mit der im Schwert gearbeitet hat und Narben hat und aber auch, ich würde sagen, Qualifikation erworben hat, um anzuführen. Und darum mhm. geht es mir jetzt. Welche Vorstellungen gibt es für die Zukunft? Was ist ein wichtiges Thema, um zu, wenn wir jetzt kapiert haben, der Staat ist nicht Mami und Papi, mhm. es ist mehr der schwarze Mann an der Ecke, der mit der Tafel Schokolade vom Kindergarten wartet. Genau. Also wie wehren wir uns jetzt dagegen? Also mir ist nochmal wichtig, also ich glaube, Dezentralität ist eines der wichtigsten Themen und also ich habe immer gesagt, ich will kein Anführer sein. Ich wurde jetzt unfreiwillig ein Stück weit dafür, weil ich halt natürlich die finanziellen Mittel hatte, die unternehmerischen Fähigkeiten, das IT-Wissen, um das Organisationswissen, um auch Dinge zu skalieren. Ich habe im Gefängnis ein schönes Buch gelesen, da steht drin, der beste Anführer ist nicht der mit den meisten Anhängern, sondern derjenige, der die meisten Anführer hervorbringt. Mhm. Und ich glaube, darum geht es einfach. Ich glaube, das haben wir mit Querdenken gemacht. Wir haben viele Leute ermächtigt, Dinge zu tun. Natürlich ist das Thema Führungskompetenz nochmal ein wichtiges Thema, was nicht einfach so zu vermitteln ist. Also das muss man ja erfahren, erleben. Man braucht vielleicht auch ein Team, was Fehler verzeiht, weil Fehler passieren immer. Da, wo gehobelt wird, fallen Späne. Da muss man aber nicht... In der Grafik sind wir müssen diesen Balken hier zusammenhalten. Genau, wir müssen dahin. Und natürlich werden jetzt, wenn die Bewegung wieder, also man hat es ja erlebt bei den Spaziergängen, da hat ganz viel Diffamierung auf lokaler Ebene stattgefunden, da hat man versucht, die Organisatoren dazu diskreditieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass alle standhaft bleiben, im Sinne von, also eigentlich wissen wir, dass die Leitmedien diffamieren und trotzdem glauben manche dann trotzdem das, was da drin steht. Im Sinne von, da waren jetzt auf den Demos, waren Nazis, aber alle waren auf der Demo, haben gesehen, dass es nicht so ist, aber trotzdem interessiere ich mich noch dafür, was die Leitmedien schreiben. Also mir sind die Leitmedien egal, weil wir sind Opposition, wir sind außerparlamentarische Opposition. Und wenn die Leitmedien mal positiv über uns schreiben, dann haben wir was falsch gemacht. Dann haben die uns assimiliert und nicht wir sie. Glauben Sie denn, dass die Sachen, die jetzt Paul Schreier, also sozusagen Lügen, bis sich die schwarzen Balken in Deutschland biegen, mhm. wird das einen Effekt haben? Wird das was umdrehen? Ich glaube sehr wohl, ja. Also mhm. ich glaube, das haben wir jetzt natürlich auch meiner Meinung nach Twitter zu verdanken. Also Twitter ist ja die Plattform, die gerade viel, also wenig zensiert und viel Meinungsfreiheit zulässt. Und dadurch haben wir eine unheimliche Reichweite, natürlich, um diese Themen nach vorne zu bringen und damit, meiner Meinung nach natürlich auch jetzt die Öffentlich-Rechtlichen darüber gezwungen, dass er praktisch, reden wir über die Meinungshoheit, wer hat es über das Thema. Wenn so ein Ding dann auf Twitter explodiert, dann muss natürlich dagegen gehalten werden. Telegram ist ja eine andere Plattform, wo auch viele Informationen sind. Deshalb lässt ja gerade der in Brasilien Justizminister, glaube ich, hat ja schon Telegram verbieten lassen und will jetzt auch noch Twitter oder X verbieten. Die Libertären in Brasilien, die Medienkanäle. Die wollten doch auch die Demokratie retten, ich weiß gar nicht. Ja, ja, haben sie wahrscheinlich was falsch verstanden. Ja, aber, genau, und deshalb glaube ich einfach, dass es sehr wohl einen Effekt hat mit dem Paul Schreier. Und also man hat ja bei ihm auch gesehen, es fangen die gleichen Diskreditierungsmechanismen an. Faszinierend, ne? Der Spiegel schreibt, Dings schreibt und was weiß ich. Das war bei Paul Schreier, um das auch nochmal zu sagen, Paul Schreier, ich, wie gesagt, kann nur mit Hochachtung von seinen Recherchen reden
Und er hat halt bei einem der entscheidenden Ereignisse, das war 9/11 2001, hat er sehr gute kritische Berichte gemacht. Mhm. Auf guter Grundlage, nicht irgendwelche verschwurbelten Sachen, wie der Spiegel sie berichtet hat, sondern sehr, sehr dezidiert recherchiert. Man kann sagen, 2001 war eigentlich so eine Art Lackmustest. Mhm. Da ist ein Großteil der Presse hat versagt, in ihrer Funktion eine Regierungsthematik zu hinterfragen, also auch welche Absichten dahinter stehen, die wir ja 2003 auch gesehen haben mit dem Angriff auf den Irak. Der Saddam Hussein wurde in Verbindung gebracht mit 9/11, obwohl das mit der Brechstange und Sekundenkleber sozusagen gemacht wurde. Aber das ist alles, und da war Paul Schreier, hat auch in diesem Zeitraum guten Journalismus, und das wird ihm jetzt vorgeworfen. Der Spiegel hat versagt, das sollten wir ihm vorwerfen. Also das ist eigentlich, da hat er seine Berechtigung verloren, als deswegen seitdem das ehemalige Nachrichtenmagazin. Aber das ist ein Punkt. Die Medien, glaube ich, das können wir, also wenn da nicht was Besonderes, was ich gelesen habe in dem Buch, was ich interessant fand, war mit dieser Software, also diese Experten. Ist das eine Sache, die wir vorstellen sollten, weil die praktikabel ist, oder ist das zu spezifisch? Nee, es würde tatsächlich in einen Punkt gehen. Also einer unserer großen Erfolgsfaktoren war 2020 unsere Geschwindigkeit. Also der Staat ist ja wie so ein großer Tanker. Also ich habe die Großkonzerne ja früher immer beraten, war da Querdenker, bin da gut dafür bezahlt worden, die Strukturen aufzubrechen. Aber was man halt gesehen hat, also womit der Staat gar nicht umgehen kann, war unsere Geschwindigkeit. Wir haben ja jede Woche Demo gemacht, dann war die auf einmal in der Stadt, in der Stadt, in der Stadt, dann Berlin. Wann gab es denn zweimal in einem Monat eine Großdemonstration in Berlin auf der Straße, 17. Juni, wo alles voll war? Das war einfach diese Geschwindigkeit, die unser großer Vorteil war. Den haben wir dann verloren, nachdem der große Tanker dann mal zurückgehauen hat. Konten gekündigt hat, diffamiert hat, gespalten hat, U-Boote eingeschleust hat. Den müssen wir jetzt meiner Meinung nach wieder gewinnen, dass wir einfach wieder schneller sind. Dazu brauchst du eine dezentrale Organisation, wo die Menschen unabhängig voneinander agieren. Das tun sie ja auch. Also es gibt's ja, egal ob das jetzt irgendwas steht auf heißt oder für Aufklärung oder Querdenken, gibt es ja ganz, ganz viele, viele Aktionen. Das heißt, diese Dezentralität müssen wir weiterführen. Wir müssen wahrscheinlich den Organisationen auch helfen, sich dezentral zu finanzieren, dass das noch besser geht, weil Organisationen kosten einfach Geld. Also die ganzen Thinktanks, die da auf der Gegenseite sind, die kriegen Milliarden. Und bei uns arbeiten einfach viele ehrenamtlich bis zur persönlichen Aufgabe. Vielleicht mal bewerben bei dem Fonds für Demokratieförderung. Genau, ja, das war wahrscheinlich unserem Thema nicht förderfähig. Aber es heißt auch, wichtig ist auch auf die eigene Energie achten. Mhm. Also sich nicht total verbrennen und dann auf einmal ein Jahr Auszeit brauchen oder Burnout haben. Das heißt ja Einigkeit und Recht und Freiheit. Ich glaube, alle drei Sachen gibt es nur im Dreiklang. Das heißt, wenn wir uns hier spalten lassen und uneinig sind, dann leben wir auch in Unrecht und Unfreiheit, weil wir eben zu klein sind. Das sind die großen Themen. Digitale Selbstverteidigung. Sich nicht drauf jetzt verlassen, dass es Twitter für immer gibt. Ich glaube, oder Telegram. Es gab ja in Spanien jetzt schon den Versuch, Telegram zu sperren. Mhm. Also generell ist dieses Thema Geschwindigkeit vielleicht schon eins, wo ich auch sagen muss, da brauchen manche vielleicht so einen kleinen Tritt in den Hintern. Also wir haben jetzt die Luxussituation sozusagen, dass YouTube nicht mehr so stark zensiert und dass Twitter funktioniert und dass Telegram vielleicht da ist. Wie lange? Aber das kann auch alles ganz schnell abgeschaltet sein und dann gucken alle, und wie es Eichhörnchen, wenn es blitzt sozusagen. Wir haben jetzt die Zeit, es gibt diese dezentralen Lösungen, die bereiten wir mit dem digitalen Aktivisten vor. Einmal das Thema Matrix-Server dezentral, also jede Organisation, jede Stadt, jedes Ding kann ihren eigenen Matrix-Server haben, das ist ein Telegram-Ersatz. Und ein Signal, praktischer Ersatz. Signal ist ja auch von der NSA infiltriert, kam jetzt raus. Und, Das kenne ich nicht, okay. Ja, kam eine Info raus, dass die Frühfinanzierung ist praktisch durch einen Inkubator der CIA oder NSA passiert. Klingt ja wie bei den Grünen. Ja. Okay. Und trotzdem, auch wenn es nicht so wäre, würde ich Signal auch nicht empfehlen, weil es einfach zentrale Plattformen sind und zentrale Plattformen können abgeschaltet werden. Und das Internet war früher mal dezentral. Mhm. Es wurde durch die Großkonzerne, also man hat es nicht abschalten können,
Also hat man einfach gesagt, okay, dann bauen wir halt Google, Apple, Microsoft, Facebook drauf. Und wenn man sieht, wie die Menschen halt, sag ich mal, ihr Handy verwenden oder das Internet, das besteht dann aus WhatsApp, Snapchat, Facebook, Messenger, Google Mail. Mhm. Und da wissen wir ja seit Snowden, dass alle Daten da direkt durchgeroutet werden. Und die Konzerne verdienen natürlich auch noch eine Menge Geld mit unseren Daten. Und für mich ist ja einfach diese... Also Matrix ist auch ein Messenger, ne? Element heißt der. Element, also der Server heißt Matrix und Element heißt das Programm auf dem Rechner dazu. Wird es da so Tutorials geben dafür? Ja, die gibt es schon. Haben wir schon gemacht. Haben es schon gemacht. Haben wir Wo schon gemacht. Wo kriegt man die? Bei digitaler-aktivist.de. Okay, ja, gut. Also da ist noch nicht so viel Information drauf, weil wir es auch langsam machen, weil wir müssen natürlich auch aufpassen, wer will da was von uns. Und wir haben früher den Querdenkenbewegungen eben mit unserem IT-Know-how geholfen. Wir haben die Homepage gebaut, wir haben denen geholfen, die Telegram-Kanäle, die Telegram-Automatisierung zu machen. Und genauso machen wir es jetzt auch, dass wir den Initiativen, die interessiert sind, helfen, ihren eigenen Matrix-Server eben aufzusetzen, damit sie dort sicher kommunizieren können. Und eben nicht abhängig sind von Telegram oder von Signal oder von irgendwelchen anderen Plattformen, die man da sich ausdenkt. Dass ja übrigens die Amerikaner mit großer Begeisterung im Iran machen. Genau das, um dort, also bei uns ganz böse, und ja. Da kann man aber von lernen, wie man das einsetzen kann. Gibt es da eine lose Organisationsstruktur für, dass es Ausbildung gibt? Also dass man das so im Bäumchendiagramm verteilt, dass Leute wissen, wie es geht? Das war natürlich bei den Demonstrationen einfacher, weil ich sag mal, ein Bühnenaufbau, ein Standardrednerprogramm, wie melde ich eine Demo an? Das kann ich relativ schnell im Handbuch zusammenfassen. Leider sind so die IT-Skills in unserer Bewegung noch ein bisschen unterausgeprägt. Mhm. Da gibt es relativ wenig Multiplikatoren oder... Es ist ja auch die Frage, was macht einem ITler Spaß? Also Schulung ist nicht das, was der zu den Vorlieben eines Menschen gehört, der sich gerne mit IT beschäftigt, Programme schreibt etc. Aber von daher ist es ein bisschen schwieriger, das zu multiplizieren, aber auch da gibt es Ansätze. Mhm. Also es gibt jetzt den digitalen Aktivist München schon, also da haben wir schon die erste, wir machen das wie bei Querdenken, gab ja Querdenken Stuttgart, Querdenken München, Berlin etc. In München hat sich jetzt schon die erste Organisation gebildet, die auch diese digitalen Themen, also sprich Google, Apple, freies Handy, Bitcoin und auch dieses Thema Matrix-Server, sichere Kommunikation, dann auch vor Ort macht. Geld ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Also Das heißt, notgedrungen, weil die Bankkonten, das ist ja eine der wesentlichen Methoden, wie Leute fertig gemacht werden, das Kündigen der Bankkonten. Wie gesagt, also jetzt Apolut gerade auch wieder. Also ist drauf mit Daueraufträge woanders hin umleiten, aber das ist ein ständiges Hase-Igel-Spiel. Ja? Genau. Die Leute, die Bank, die das gemacht hat, ist unter extrem Druck gesetzt worden. Da fragt man sich, wie funktioniert das eigentlich, dass man so eine Bank unter extremen Druck setzen kann? Wäre vielleicht mal was für die öffentlich-rechtlichen Medien, um sich damit könnte zu beschäftigen. Könnte man mal, genau. Wie erhalten Oppositionelle in Deutschland Zugriff auf? Ich erinnere mich noch an die Zeiten, als man leider nichts unternehmen konnte, wenn Kinderpornografie über Kreditkarten abgerechnet wurde, weil da kann man nichts machen einfach. Ja. Und hier geht es aber ganz einfach. Ganz schnell, genau. Ja, und das Problem ist ja auch nicht sicherlich, weil dann viele sagen, ja, es gibt auch dieses pfändungsfreie Konto oder irgendwas, dieses Pflichtkonto. Das ist ja nicht das Problem, ein privates Bankkonto zu bekommen, aber ich brauche ein Bankkonto für eine Organisation, die handlungsfähig ist. Weil sonst stehe ich ja wieder gleich mit einem Bein im Knast, weil sie sagen, praktisch das Geld hast du ja auf dein Privatkonto genommen, also hast du versucht zu betrügen. Es findet auch eine Kriminalisierung natürlich über diesen permanenten Ausschluss statt. Ja, und da kann ich leider nur sagen, oder was heißt leider, das war jetzt ironisch gemeint, es ist eine große Werbeaktion für Bitcoin, weil Bitcoin ist tatsächlich dezentral, kann nicht abgeschaltet werden, funktioniert ohne Erlaubnis einer Bank, ist anonym, wenn man es richtig verwendet, ist auch schnell und kostenlos, wenn man es richtig verwendet. Da gibt es ja ein Video auf der Apolut-Seite, wie man Apolut mit Bitcoin unterstützen kann, wird das alles erklärt. Es kann auch nicht beschlagnahmt werden, also bei mir ist ja alles beschlagnahmt, aber meine Bitcoin-Wallet, also physisch hat man die beschlagnahmt, aber also Bitcoin funktioniert ja so, dass man 12 Worte braucht, 12 oder 24 Worte, um an seine Bitcoin ranzukommen. Deshalb nennt man es ja auch Sound Money. Also von daher kann man das dann jederzeit wieder herstellen. Und es ist ein dezentrales Netzwerk. Alle Bitcoins sind in diesem Netzwerk sozusagen im Internet gespeichert. Man selber hat immer nur den Schlüssel dabei.
Und damit ist es ideal geeignet für unsere Demokratie- und Freiheitsbewegung. Es müssen auch dort eben sich mehr Menschen damit beschäftigen. Und das ist vielleicht auch ein Aufruf an alle, selbst wenn man von Bitcoin nichts hält, es ist einfach wichtig, dass die freien Medien, die Menschen, die sich für Demokratie einsetzen, dass die eben auch eine Möglichkeit haben, zu finanziert werden. Und es dauert nicht lange, 10 Euro in Bitcoin zu wechseln und die dann per Bitcoin rumzuschicken, weil die nächste Stufe wird tatsächlich die nächste Kontenkündigung sein und die nächste Kontenkündigung und die nächste und irgendwann vielleicht gar kein Konto mehr. Und damit muss man auch sagen, ist die Organisation tot, weil die Organisation hat ja Personalkosten, hat Fixkosten, Strukturkosten, hat natürlich keine riesen Rücklagen mehr, gehe ich normalerweise davon aus, jetzt nach 4 Jahren, sagen wir mal, Aktivität. Und deshalb ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht. Also selbst wenn man Bitcoin doof findet, nichts davon hält, wäre es gut, wenn man sich damit beschäftigt und zumindest weiß, wie kann ich die Organisation, die ich unterstützen möchte, damit unterstützen. Wäre es eine sinnvolle Sache, wenn wir eine Linkliste machen, dass man mal zu all den Sachen, die jetzt als Vorschläge da sind, wo man nachgucken kann oder was man lesen kann? Also so ein DIN-A4-Blatt bringen wir vielleicht, können wir an diese an das Interview dranhängen. Ja. Das geht ja auch. Und wäre ja auch gut, wenn man sagt, zum Beispiel IT-Leute sind nicht diejenigen, die Ausbildung machen, wie vielleicht doch jemand in diese Richtung was unternehmen will, dass man sammelt. Ja, wenn jemand Erfahrung hat, gerne. Genau, also der kann sich melden und wird dann verteilt. Also das Punkt ist ja Dezentralität, habe ich richtig verstanden. Das ist die Methode, wie man verhindern kann, dass man eben geköpft wird. Ja, genau. Nee, und wie wir es vor allem auch multiplizieren können. Mhm. Also nicht nur, wie wir nicht geköpft werden, sondern wie wir auch in diese dezentrale Organisation gehen, geht ja auch schneller dann. Also zentral dauert erstmal lange und ist langsam, bis es dann unten ankommt. Dezentral geht ja relativ schnell, hat man ja bei den Querdenkenbewegungen dann gesehen. Da gab es dann ja auf einmal innerhalb von 3 Monaten bundesweit. Gibt es eigentlich über die Grenzen Kontakte, die mit anderen Ländern? Also ja, also ich bin sehr gut jetzt in der Schweiz vernetzt. Da wurde ich auch sehr herzlich aufgenommen. Mhm. War ja im September in der Nähe von Zürich. Also die Schweiz ist eine tolle Energie, die Menschen sind da wirklich, sagen wir mal, natürlich auch finanzstark durch ihre eigene Währung und denken halt auch sehr oft unternehmerisch im Sinne von, ich mache jetzt was und das kostet dann halt auch ein bisschen was, aber das Geld nehme ich dann auch in die Hand, um halt mein Ziel auch zu erreichen. Mhm. Was ist denn so ein großer Fehler, den man vermeiden muss, wenn man jetzt hier rangeht? Also wo sind die Klippen, die bekannt geworden sind? Also nur, wenn es welche gibt. Ich will jetzt nicht künstlich irgendwas basteln, sondern gibt es was, wo man aufpassen muss? Naja, also ich würde mal sagen, diese Langsamkeit, die wir teilweise jetzt haben, dieses Zurücklehnen und Abwarten und sagen, genau, also diese digitale Veränderung ist aus meiner Sicht ein großer Schwachpunkt, weil er uns sehr große Vorteile bieten würden, wenn ihn alle machen würden. Und auch dieses Thema Aktion statt Aktionismus, sage ich immer, also zu viel Energie mit Aktionismus verbringen. Es wäre schon gut, wenn man sich auf einige koordinierte Aktionen jetzt beschränkt, weil wir haben ja 2 Blöcke. Das eine ist, sage ich mal, die Freiheitsbewegung aufbauen, die Organisation intakt halten, das braucht einen gewissen Energieteil. Und das andere sind ja diese neuen Lösungen umsetzen, egal ob es die digitale, das Thema digital ist oder aber auch freie Schulen, alternative Gesundheitskonzepte. Es gibt ja ganz viele Themen, die, sagen wir mal, in diesem Komplex Friedens, das Friedensthema ist auch ein ganz wichtiges. Das Thema Klima wird sicherlich bearbeitet werden, also Grundrechteeinschränkungen Klimaschutz, sage ich mal in Anführungszeichen. Mhm. Wobei Klimaschutz ist eigentlich okay, das Wort, weil eigentlich geht es ja um Umweltschutz. Also deshalb würde ich sagen... Das ist der Punkt. Es ist sehr zweischneidig, weil es ist halt gut zu nutzen, um Verbote... also sozusagen die Maske kann Klima draufstehen. Das ist das Problem. Ja, genau. Also und von daher gibt es diese ganzen, vielen Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Einmal zu sagen, was organisiere ich? Und das andere ist, welche Projekte, welche Veränderungsangebote gibt es für die Menschen,
in der Zukunft. Auch das ist ja Organisationsaufwand, die muss man ja bekannt machen und so weiter. Ich denke, die Information war ja noch nicht bekannt, so mit dem Bitcoin und digitale... ist auf jeden Fall kein Massenbewusstsein davon da. Bitcoin ist irgendwie so, ja, merkwürdig, aber wie geht das eigentlich? Kann ich mir eine Bratwurst damit kaufen? Ja, nein, ja. Genau. Also das, vielleicht nochmal ein Überblick, wie funktioniert das eigentlich mit dem Bitcoin praktisch jetzt? Wenn ich Also Bitcoin funktioniert ganz praktisch, dass ich, also muss ich jetzt ein bisschen ausholen, Geld hat ja mehrere Funktionen. Das eine ist die Wertspeicherfunktion, Zahlungsfunktion und Preisbemessungsfunktion. Also das eine ist, ich möchte meine geleistete Arbeitszeit, die ich gemacht habe, mit der ich mein Geld verdient habe, die möchte ich in die Zukunft transportieren. Das funktioniert jetzt mit dem Euro aufgrund der Inflation ganz schlecht, weil wenn ich jetzt, also ich habe ja mal tatsächlich mit 18 schon meinen ersten Bausparvertrag gehabt und damals 50 Mark gespart. Durch die Inflation sind die natürlich bis zur Rente komplett wertlos. Die 50, mit denen hätte ich damals wahrscheinlich, keine Ahnung, was nehme ich jetzt, so und so viel Kilo Fleisch kaufen können. Und wahrscheinlich kriege ich praktisch in 2035 nichts mehr dafür. Also das heißt, diese Wertspeicherfunktion kann natürlich Gold übernehmen, kann Silber übernehmen, kann Bitcoin übernehmen. Ist ja auch keine, für mich keine Entweder-Oder-Debatte, sondern es ist immer eine Und-Debatte. Was dient mir am besten? Kilo Gold kann ich nicht in den Rucksack packen und in den Flieger steigen. Meine Bitcoin-Wallet, meine 24 Worte, kann ich mir schon merken, ist halt ultra transportabel. Wie volatil ist das? Genau, die Volatilität ist immer ein Thema, aber im Sinne von, wenn ich mindestens 4 Jahre in Bitcoin investiere, dann bin ich eigentlich immer auf der sicheren Seite gewesen. Jetzt auf der Historie, ist auch begründet durch dieses Halving, also alle 4 Jahre. Die Menge aller Bitcoin ist auf 21 Millionen begrenzt und alle 4 Jahre wird die Hälfte der Bitcoin, die noch erzeugt wird, halbiert. Und dadurch gibt es dann normalerweise immer, also kann man sich ja vorstellen, wenn es nur noch halb so viel Fleisch im Supermarkt gibt, was passiert dann mit dem Preis? Ist für mich aber jetzt nicht der entscheidende Faktor. Ich würde mit Bitcoin sogar Geld verlieren, weil ich damit ein System, was glaube ich, also ein etwas, was wir unbedingt brauchen, nämlich die Trennung von Staat und Geld, erfolgt. Und die Geldschöpfung hängt nicht mehr, also kann nicht mehr unendlich aus dem Nichts erfolgen und damit zum Beispiel Pandemien oder Kriege finanziert werden. Also das ist dieses Prinzip Fiat Money, dass Geld einfach gedruckt wird. Also das heißt, genau, die Kreditinstitute oder der Staat können einfach drucken. Ja. Also ich hatte die EZB, um genau zu sein. Ja. Nee, aber das war was, weil ich das auch erst spät verstanden habe. Ich habe immer gedacht, die Bank kriegt Geld von ihren Kunden und das verteilt sie anders weiter. Ist aber nicht so, sondern sie produziert Geld. Genau. Ja, sie produziert Geld und deswegen ist die Sache auch so wackelig, ja? Und der Skandal ist ja, jetzt wurde ja im Jahr 2020 wurden ja so und so viele Milliarden neu erzeugt, Billiarden oder Billionen sogar. Jetzt muss man aufpassen mit Billions und dass ich mit europäische Billions, deutsche Billionen sind. Und jetzt hinterher, erst verschenkt die Bank das Geld, erzeugt es auch nichts, dann erhöht sie die Zinsen und das heißt, in unserem Bundeshaushalt steigen die Zinsaufwendungen von 2 Milliarden auf 35 Milliarden für etwas, das aus dem Nichts erzeugt wurde. Das muss man, und das ist nichts anderes als eine Enteignung. Da muss man sich mal fragen, warum das von keiner Partei thematisiert wird. Da an diese, sagen wir mal, grundsätzlichen Geldsystem-Thematiken, da trauen sich nur ganz wenige ran. Wahrscheinlich ist man dann auch ganz schnell vielleicht weg vom Fenster, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall also hat Bitcoin diese Wertspeicherfunktion. Ob die funktioniert oder nicht, muss jeder für sich selber entscheiden. Für mich würde ich sagen, sie hat in der Historie sehr gut funktioniert und dadurch, dass die Menge begrenzt ist und das Angebot stetig verknappt wird, die Nachfrage aber weltweit stetig steigt, kann sich jeder überlegen, ob er das machen will oder nicht. Für mich ist viel wichtiger diese Zahlungsfunktion. Also wenn wir jetzt entscheiden wollen, also erstens, wie kriege ich ein Bitcoin-Konto? Ich mache mir eine Softwareprogramm auf und dann habe ich eine Wallet oder ich kaufe mir so einen kleinen USB-Stick, wo meine Wallet praktisch drauf ist. Ich brauche aber kein Bankkonto, ich muss nirgendwo meinen Personalausweis abgeben, ich brauche keinen, der mir das erlaubt zu machen, sondern ich habe das einfach. Wenn wir jetzt beide so eine Wallet haben, dann entscheiden wir, dass wir uns Geld hin und her schicken von dieser einen Hardware-Wallet auf die andere Hardware-Wallet und dann ist das Thema erledigt.
Auf der Wallet sind übrigens nicht die Bitcoin drauf, sondern nur die Schlüssel. Mhm. Also alle Bitcoins sind im Netzwerk gespeichert. Das heißt, wenn ich dieses Ding hier verliere, dann kann ich mir mit meinen 24 Worten, die ich habe, wieder was das alles wieder herstellen. Bitcoin heißt eben auch Be Your Own Bank, also sei deine eigene Bank. Das heißt, die Verantwortung liegt natürlich auch an mir. Mhm. Bitcoin ist jetzt noch so jung in der Form, dass es dafür noch keine Dienstleister gibt. Also ich vermute mal, dass es irgendwann auch Dienstleister geben wird, die das dann anbieten. Aber muss natürlich jeder selbst überlegen, ob es sein Vermögen dann in fremde Hände geben will oder ob es nicht eine... Also gehe ich da mit Bargeld dran, um das zu kaufen? Ich will den Satz noch vollenden. Okay. Ich glaube, wir müssen da halt über das Thema Eigenverantwortung reden. Also viele geben ja, oder wurden dazu erzogen, gelernt, unsere Verantwortung irgendwie abzugeben. Also für Geld ist die Bank zuständig, für Schäden ist die Versicherung zuständig, für Bildung ist die Bundesregierung oder das infiltrierte staatliche Bildungssystem erforderlich, verantwortlich. Und da muss ich wieder sagen, also Finanzen sollte jedem so wichtig sein, wird natürlich an der Schule viel zu wenig gelehrt, ist ja klar, wenn die Leute das Finanzsystem verstehen würden, wären sie nicht so einfach manipulierbar. Ich glaube, die Hoheit über seine Finanzen sollte wieder jeder selbst übernehmen. Und sei deine eigene Bank, hört sich jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen anstrengend an, im Sinne von, ja, wenn ich meine Passwörter verliere, dann habe ich auch keinen Zugriff mehr auf meine Bitcoin. Ja, das stimmt. Mhm. Also deshalb sollte ich halt darauf aufpassen. Das muss ich aber auch auf mein Testament oder auf andere Dinge tun. Also da gibt's ja Prozesse. So, und diese Zahlungsfunktion, die ist halt ganz wichtig. Sie findet einfach statt, ohne dass sie unterbunden werden kann. Und sie ist auch anonym, wenn man es richtig verwendet. Und deshalb... Diese zwei, sagen wir mal, Funktionen bietet Bitcoin und sehr gut. Ich würde es immer noch mal gerne konkreter haben. Also angenommen, ich habe jetzt einen Bausparvertrag, 20.000, ja, und den möchte ich in Bitcoin umwechseln. Ja. Wie läuft das? Dann muss ich den Bausparvertrag verkaufen. Dann habe ich das Geld auf meinem Bankkonto. Dann kann ich es auf eine Börse transferieren, wie zum Beispiel Kraken, Coinbase, was fällt mir noch ein, Binance. Und dort kann ich dann das Geld in Bitcoin wechseln. Und dann darf ich es aber nicht auf dieser Börse liegen lassen, sondern dann transformiere ich es praktisch von der Börse, wo ich es gekauft habe, auf mein Wallet. Also ich darf nicht den Fehler machen, das machen ja viele kaufen sich Goldzertifikate, wissen aber gar nicht, liegt das Gold irgendwo rum, was hinter dem Zertifikat ist, und lassen sich das Gold praktisch nie geben. Also wenn ich wirklich Gold besitzen will, dann muss ich es natürlich kaufen, darf ich kein Papierzertifikat auf Gold kaufen. Genauso wenig darf ich es natürlich bei Bitcoin auch nicht machen. Ich darf kein Bitcoin-ETF kaufen, was nichts anderes ist als ein Papier-Bitcoin, wo ich nicht weiß, wo ich die echten Bitcoin nicht physisch im Besitz habe. Mhm. Okay. Und wenn man das lernen will, dann kann man einfach eine Schulung bei mir besuchen. Ah, okay. Oder beim digitalen Aktivisten, genau. Also ich mache ja welche, demnächst gibt es in München welche. Es gibt eine große Bitcoin-Community, die heißt 21. Findet mal, dann gibt es jede Woche treffen sich Menschen. Also die Bitcoin-Community ist sehr, sehr groß. Ich habe sogar gesehen, hier in Berlin, wo ich jetzt war, im Saturn steht ein Bitcoin-Automat. Kann man Euros reinschreiben, kriegt Bitcoin raus. Ja, okay. Ja. Also Kurse sind schlecht, würde ich nicht machen. Also die haben unheimliches Premium drauf. Und ja. Also es gibt Videos dazu, tatsächlich dazu auf dem digitalen Aktivisten auch, wo ich das alles erkläre, wie tue ich das. Auf der Apollo-Seite ist eins, wie mache ich das in kleinem Stil, wenn ich einfach freie Medien unterstützen will oder Demokratiebewegung, Freiheitsbewegung, wie auch immer. Wie mache ich es praktisch so, dass meine Bitcoins sicher sind, dass ich sie vielleicht auch anonym erwerben kann, dass ich damit auch schnell und einfach zahlen kann, dazu entweder zu den 21 Communities gehen, also es gibt ganz, oder nach, einfach nach Bitcoin-Schulung suchen in der Suchmaschine einer Wahl. Da gibt es ganz viele Menschen, die das auch aus Überzeugung machen, weil sie eben sagen, dieses Geldsystem, wie es im Moment funktioniert, tut den Menschen nicht gut. Ist ja auch eine der Herrschaftsmechanismen definitiv, wie wir sehen es ja an diesen Kontensperrungen, das ist der Hebel, also diesen Hebel wegzunehmen. Gibt es noch was aus Sicht Michael Ballweg, aus den Erfahrungen unverzichtbar ist, dass wir es ändern? Ja, unverzichtbar ist aus meiner Sicht, dass wir unbedingt unsere Handys von Google und von Apple befreien.
Also bei mir sind natürlich Sachen gelöscht worden. Ich habe neulich wieder ein Video gesehen von Edward Snowden, wo er ja schon erzählt hat, dass dauernd mitgehört wird, auch wenn das Handy abgeschaltet ist, dass wir unsere Daten freiwillig zu Google und Apple, Microsoft etc. geben. Die verdienen Geld damit und mit dem Geld zensieren sie uns dann als Belohnung wieder. unabhängig davon, dass ich jetzt sage, also viele sagen ja immer, ist mir doch egal, ich habe nichts zu verbergen, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir Grundrechte haben und diese Grundrechte sind, sag ich mal, wenn ich jetzt so rückblickend bin, natürlich vor 2020 schon erodiert. Nur war es halt noch zu bequem, sich zu wehren. Oder man hatte halt an diese Demokratiesimulation geglaubt, in der ja auch ich bis 2020 gelebt habe. Und genauso ist es natürlich auch mit den digitalen Freiheitsrechten. Die eruieren Stück für Stück für Stück. Der Frosch wird immer mehr gekocht. Und irgendwann was schnipp und dann sind sie weg. Und jetzt gibt es ja diesen Digital Services Act, der ja jetzt praktisch, wo auch einige Hurra schreien, wir können jetzt über unsere Außengrenzen über KI überwachen und damit kriegen wir das Migrationsthema gelöst. Natürlich alle, aber es werden ja immer alle überwacht. Es gibt auch keine selektive Überwachung. Ist doch nicht so, dass dann am Grenzübergang nur die Autos mit, sag ich mal, ausländischen Kennzeichen überprüft werden. Und genauso schreien auch viele Hurra bei der Bezahlkarte jetzt für die ausländischen Mitbürger. So endlich kann man das kontrollieren, steuern, wie auch immer. Ja, als nächstes sind dann die Rentner dran und die BAföG-Empfänger und so weiter. Und dann haben wir unsere CBDCs, also das digitale Zentralbankgeld, total schnell eingeführt. Also wäre den Anfängen. Und natürlich möchte ich nicht, dass mein Handy mich permanent abhört. Und deshalb kann man sich auch da schützen. Wie geht das? Ja, da habe ich den Vortrag gemacht bei Wir. Wir sind es relevant, bevor ich verhaftet wurde das letzte Mal. Also die 45 Minuten gibt's, sind auch bei YouTube noch nicht gelöscht. Und gibt's natürlich auch auf unserer Webseite digitaleaktivist.de. Okay. Handy ist bis zur Todesfalle, kann man sagen, mittlerweile. Also wenn jemand ausgeschaltet werden soll, wird die Ortung übers Handy gemacht. Ja? Das genau. Das ist in vielen Fällen der Fall. Ja. Ist jetzt nicht für alle diejenigen, die ausgeschaltet werden, aber wir werden alle. Okay, das sind alles Maßnahmen der Unabhängigkeitserklärung des Individuums gegenüber staatlichen Eingriffen. Es ist auch wichtig als Organisationsform. Ich habe ja praktisch viel mich mit Startup-Organisationen, Organisationsmanagement, agile Organisationen beschäftigt. Also der große Vorteil 2020 war, ich hatte 25 Jahre lang ein Geschäftshaus, ein Systemhaus, IT-Systemhaus. Wir hatten auf Microsoft-Basis alles automatisiert, unsere ganzen Projekte. Ich hatte ja damals 20 Laptops gekauft für Querdenken. Wir hatten praktisch eine Online-Cloud, mit der wir perfekt zusammenarbeiten konnten. Wir konnten Videokonferenzen machen, also wir waren super ausgestattet zum Arbeiten. Und das ist alles ironischerweise auf Microsoft-Basis passiert. Aber ich wusste es ja damals nicht besser. Aber jetzt haben wir es natürlich frei davon gemacht. Microsoft hat ja angekündigt, ich glaube, wer irgendwie nicht regierungskonform, nee, so haben sie es nicht genannt, aber wer kritische Meinungen vertritt, dem kann man jetzt auch den Windows-Rechner dann remote abschalten, der fliegt raus. Also eigentlich machen die großen Konzerne ja ganz viel Werbung für uns im Sinne von, beweg endlich mal deinen Hintern. Was ist denn als Betriebssystem? Sollten wir auf Linux gehen? Oder also genau, man sollte eigentlich auf Linux gehen. Ich sage nicht nur eigentlich, sondern ja, wenn man Windows benutzt, muss man dringend auf Linux gehen. Bei Mac ist es vielleicht noch ein bisschen besser, aber auf Dauer ja auch nicht. Apple hat ja auch angekündigt, schon, ich glaube, mit dem vorletzten Release, Anfang 2022, haben die ja gesagt, wir scannen jetzt alle Handys zur Prävention von Kinderpornografie. Und das ist ja ungefähr das Gleiche mit dem AI-Act von der EU jetzt. Wir überwachen einfach mal alle präventiv, weil es dient ja nur dem Guten. Wir finden damit die Verbrecher leichter. War dann ganz lustig, als es diesen letzten Messeranschlag im ICE, glaube ich, gab. Da hat er die Bahngewerkschaft dann gleich geschrieben, man bräuchte jetzt flächendeckende Überwachung in allen Zügen. Es würde zwar nicht verhindern, dass sowas passiert, aber bei der Aufklärung würde es dann helfen. Ja, das sind die großen Themen. Und also über diese, das wollte ich noch sagen, warum IT-Technik so wichtig ist. IT-Technik und Geschwindigkeit gehen Hand in Hand.
Wenn ich eine schnelle und flexible Organisation haben will, brauche ich eine schnelle Kommunikation, eine schnelle, sichere Kommunikation, und die funktioniert über IT-Systeme. Und dann kann ich natürlich schnell mobilisieren, wir können uns schnell vernetzen, wir können auch schnell Aktionen vereinbaren und die dann lieber punktgenau machen, anstatt, sagen wir mal, jetzt zufällig. Ist ja auch wieder die Frage, wie man das organisiert kriegt. Also es geht ja immer darum, eine dezentrale Organisationsform zu kriegen. Und ich denke jetzt auch bei dem, was wir jetzt besprochen haben, also Handy, wer bietet solche Handys an oder das zu machen? Ja, also da gibt es auch auf der Webseite von uns Informationen dazu. Also es gibt den Vortrag. Dann habe ich Anleitungen dafür gemacht, wie das die Menschen selber machen können. Also gibt's geht das mit beiden, also mit Apple und Android? Nee, Apple ist so zugenagelt, da kriegt man nichts anderes drauf. Es geht nur mit Android-Handys. Und da ist ein freies Android drauf, also das wissen viele ja auch nicht. Android war ja immer Open Source, bis es praktisch sozusagen Google übernommen hat und für sich gebrandet hat. Eigentlich haben die mal gesagt, wir unterstützen das Open Source Projekt und entwickeln das weiter. Und dann haben sie es halt vergoogelisiert und als Datenanzapfapparat. Hatten die nicht mal Don't Be Evil als Slogan? Ja, das gab's mal. Ne? Man sagt ja immer, was A über B sagt mehr über A als über B, von daher. Oder man redet immer nur über sich selbst. Mhm. Das heißt, ja, keine Ahnung, was wir uns damit sagen wollten. Genau, also dieses Thema, ja, Handy, also kann man selber machen mit den Anleitungen von uns oder man kann auch wieder auf einen Workshop gehen. Warum gibt es eigentlich keine Linux-Handys? Ja, tatsächlich ist es so, dass Handy lebt ja davon, wie viele Apps gibt es auf dem Handy. Es gibt ja so ein paar Apps, die man schon auch haben möchte. Also ich möchte also auf meinem Handy natürlich, sag ich mal, ein E-Mail haben, ein Telegram und noch ein paar andere Sachen. Und da gibt es einfach sehr wenige Apps auf Linux-Basis. Und man muss auch sagen, es gibt ja dieses Ubuntu-Touch-Prinzip. Also so ein User-Interface zu entwickeln, was dann einfach auf so einem kleinen Gerät gut auch funktioniert. Da sind die Mobilsysteme halt eindeutig im Vorteil. Und Linux, also ein Desktop-Betriebssystem ist halt auch einfach auf Mobilgeräten nicht geeignet. Also da muss ich ja immer was verbiegen. Da muss ich ja die bestehende Funktion nehmen. Das ist wie wenn ich so ein Haus habe und ich baue da noch einen Balkon an, da noch einen Balkon an, da noch einen Balkon an. Ich habe am Ende ein unförmiges Haus, was nicht mehr richtig funktioniert vielleicht, was auch in der Statik nicht mehr stimmt. Will heißen, es muss einfach Software sein, die auf den Anwendungszweck optimiert ist. Und da ist Android eben sehr, sehr gut. Und es gibt ja auch das Graphene OS, nennt sich noch, das ist eine gehärtete Variante, die man sich auch installieren kann. Wie ist das? Ich habe mit Interesse, ich hatte ein Huawei-Handy und dann ist ja Huawei überall rausgeflogen. Huawei ist eine Genossenschaft, sollte man wissen. Einer der größten Elektronikkonzerne gehört den Mitarbeitern. Ja. Auch bestimmt einer der Gründe, warum die so beliebt sind im Westen. Huawei hat ja ein eigenes System. Ja. Wie ist das? Machen die auch ein Basis-Google, Android? Oder? Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe es mir noch nicht angeguckt, weil ich es bisher tatsächlich nicht wusste, dass die, jetzt was komplett Eigenes machen. Bisher war ich auch immer der Meinung, dass Android basiert ist. Aber würde ich mir jetzt mal angucken, wobei ich da keinerlei Hoffnung habe, weil ob die Daten zu Google geschickt werden oder zu Huawei. Ich möchte ein Handy, das keine Daten an irgendjemanden schickt. Absolute Priorität, wenn es geht, ja. Genau. Und ich möchte einfach nicht, dass meine Daten, also ich beschäftige mich ja auch viel mit den künstlichen Intelligenzen, mit den KIs, ist einfach krass, was das möglich macht, auch an Geschwindigkeit der Auswertung etc. Und es ist immer gefährlich, wenn so viele Daten bei einem Konzern sind. Von daher, also ich lehne es kategorisch ab. Privatsphäre heißt, meine Daten gehören mir, ich habe die Hoheit über meine Daten und derjenige, der meine Daten haben will, muss vorher um Erlaubnis fragen. Und nicht umgedreht im Sinne von, ich schieb dir da AGB unter und die mache ich 27 Seiten lang und dann musst du auf Akzeptieren klicken und da steht drin, mir gehören alle deine Daten, die Rechte an deinen Fotos habe ich auch und ich kann die Fotos sogar noch verwenden für Werbekampagnen, die ich vielleicht mal haben möchte. So ist es übrigens, das hört sich jetzt an wie Fiktion, aber so ist es bei Facebook, so ist es bei vielen von diesen Foto-Apps, die jetzt mit AI funktionieren, wo die Leute sich freuen, dass sie tolle Bildbearbeitungsfunktionen haben, aber am Ende verlieren sie ihre Bildrechte.
Wäre ja auch, wenn der Staat nett wäre und Mama und Papa wäre, würde er sagen, deine Daten gehören immer dir, es sei denn, dass du ausdrücklich sagst, ich möchte sie gerne an euch verschenken. Ja? Genau. Also das sind ja alles die Sachen, ist ja alles so geregelt, dass man, man muss zum Spezialisten werden, um Basisschutz für sich selber zu kriegen, merkt man schon, hier stimmt was nicht. Ja. Der Staat ist nicht das, was er vorgibt zu sein. Ja? Nee, natürlich nicht. Ja. Gut, also das haben wir auch. Also das heißt, wir machen jetzt einfach mal eine Liste da drauf mit verschiedenen Tipps. Praktisch, also das heißt, Linux ist ja auch eine Sache, die nicht so kompliziert ist. Ich habe zum Beispiel heutzutage nicht mehr. Genau. Gibt's ja, Ubuntu ist aber, glaube ich, zentral gesteuert, ne? Also es gibt mehrere Projekte eben, die ich mir installieren kann. Also ich hatte mal, dass sie Root haben, das hatte mal der Chef gesagt, we have Root bei Ubuntu. Ja, nee, das ist der Hauptbenutzer, mit dem er sich einloggt, Super-User. Also ich würde jetzt für Linux nichts Spezielles, also wir verwenden zum Beispiel Zorin OS, heißt das mit Z-O-R-I-N. Das hat einfach die Möglichkeit, dass man sich ein Windows-Look and Feel ganz einfach einstellen kann oder ein Mac-Look and Feel, dass man praktisch nicht so viel umlernen muss. Hat einen komfortablen Installer. Es gibt eine kostenlose Version und eine Premium-Version, wo man dann auch das Projekt ein bisschen unterstützen kann. Mhm. Das ist ja einfach wichtig. Die Softwareentwicklung wurde ja auch durch die Großkonzerne kaputt gemacht in der Form. Früher hat man noch beim Softwareentwickler Software eingekauft, so wie man beim Bäcker Brot gekauft hat sozusagen. Dann haben die Konzerne die Ökosysteme, also die App-Stores drüber gebaut. Jetzt nehmen die 30% vom Ertrag des Entwicklers. Und wenn der Entwickler halt nicht funktioniert, wird er abgeschaltet. Und dann gab es dann auch diese Gratiskultur, dass alles kostenlos auf einmal ist. Da muss man sagen, das ist unsere Verantwortung. Wir brauchen auch wieder dezentrale Software, die muss finanziert werden. Also müssen, so wie die freien Medien direkt unterstützt werden müssen, wenn ich eine App habe, die mir gut gefällt, muss ich halt auch den Softwareentwickler unterstützen. Ist ja noch ein weiterer Punkt, aber wir sind jetzt, wir sind gut. Also ein Punkt ist, dass mit Blockchain ja gut eigentlich auch solche Geschäftsvorfälle geregelt werden könnten. Mhm. Das heißt, Bezahlung für zum Beispiel digitale Inhalte, also auch für Nachrichten, für so etwas wäre da gut. Da gibt es ja ein Projekt, glaube ich, von Milos Matuszek, der dann auch mit dem darüber nachdenkt. Da ist halt wichtig, Kooperation, dass wir das Rad nicht doppelt erfinden, gemeinsam arbeiten. Ich würde gerne noch darauf hinweisen, was wir für die Demonstration gemeinsam machen können. Ja, also ist jetzt also im August wieder eine. Im August, am 3.8. Mache ich eine Demonstration. Und ich bitte alle, die der Meinung sind, dass Michael Ballweg extrem unfair behandelt wurde und die zeigen wollen, so geht's nicht, zu dieser Demo zu kommen, um auch dem Staat zu sagen, nicht mit uns. Genau, wir alle zusammen, genau, die Bauern sind herzlich eingeladen, natürlich auch die Beamten, die jetzt die Sorge haben, dass sie, oder die schon immer kritisch waren, aber die eben auch sich zeigen möchten. Natürlich auch alle, die für Frieden, fürs Thema Frieden stehen. Das Thema Bitcoin ist sicherlich auch ein Thema, oder freies Geld, Geldsysteme. Ist ein Thema. Also es wird eine große Demonstration. Wir haben die Erinnerung an die von 2020, wo es wirklich diese Festivalatmosphäre, ungeheuer friedlich, wenn wir uns daran erinnern, es war ein guter Anfang eigentlich für eine neue Kultur des Zusammenseins auch. Ja, genau. Und wo einfach viele Menschen ihrem Bauchgefühl gefolgt sind und gesagt haben, ich fahre jetzt dahin und ich zeige mich und zeige, dass ich mit diesem übergriffigen Staat nicht einverstanden bin. Und ja, also das wird jetzt ein bisschen. Nehmt Leute mit, die vielleicht ein bisschen so denken, von denen ihr denkt, dass sie interessiert sein könnten. Also es geht ja immer darum, nicht innerhalb der eigenen Filterblase nur zu sein, sondern auch zu zeigen, wer kommt da eigentlich. Ja. Hat man jetzt da den Nazi-Aufmarsch oder hat man den Aufmarsch von der Kelle-Family-Gruppe? Ja. Oder von vielen, sagen wir mal. Ja, ich habe es jetzt nur als Beispiel. Ja. Genau, also die dezentrale Finanzierung wird natürlich eine Herausforderung. Da werden wir an einem Konzept arbeiten, aber auch dieses Thema Bekanntheit schaffen. Also 2020 gab es ja so eine Organisation, die hat sich genannt Freiheitsboten. Da haben alle Flyer verteilt. Ich selber habe noch in meinem Viertel, heißt es ja in Stuttgart, Flyer für die Demos jeden Abend verteilt. Ich habe noch den demokratischen Widerstand verteilt und eingeworfen. Und da müssen wir jetzt alle wieder in diese Energie kommen. Also die Demo wird nämlich dann groß, wenn viele Menschen davon erfahren. Mhm. Und es gab ja verrückte Aktionen 2020. Es gab ja LKW-Fahrer, die haben sich ihren LKW mit Berlin
Demo, also ganze Plane bedrucken lassen und so weiter. Das hat eine unheimliche Eigendynamik bekommen. Ich glaube, in dieser Eigendynamik müssen wir jetzt auch ein bisschen anstoßen, dass diese Eigendynamik entsteht. Es gibt auch Unternehmer, die haben sich dann Plakate drucken lassen, haben es an die Hauswand gehängt. Genau, das wäre mir wichtig für den 3.8. Also es ist so, meine finanziellen Ressourcen sind im Moment ein bisschen eingeschränkt, weil alles beschlagnahmt ist. Wir kriegen das trotzdem hin, aber sowieso, wir lernen draus, machen es besser im Sinne von, wir organisieren auch die Demo jetzt noch dezentraler. Damit kann sie auch nicht tot gemacht werden. Und natürlich rufe ich alle Initiativen auch dazu auf, wieder mit einem eigenen Demo-LKW zu kommen. Das heißt, falls die Polizei Berlin vorhat, die Demo zu verbieten, gibt es dann ganz viele Demo-LKWs, die natürlich eigene Kundgebung machen können. Okay, vielen Dank, Michael Ballweg. Bestimmt nicht das letzte Mal. Und er eben, wie gesagt, ist jetzt als Ritter aus diesem Gefängnis in Stammheim rausgekommen mit Narben und nach einem Kampf und hat sich damit qualifiziert als jemand, auf den wir hören sollten, weil er es gut überstanden hat, friedlich überstanden hat. Und das beeindruckt mich sehr. Also, vielen Dank und wir sehen uns alle am 3.8. Es war mir eine große Freude. Dankeschön. Ja, das war das Interview mit Michael Ballweg. Und bitte dran denken, wir haben es alle nicht in ARD, ZDF, Süddeutsche, FAZ, Frankfurter Rundschau, was auch immer, vielleicht in der Berliner Zeitung, die da immer eine andere Rolle spielt. Wir haben alle nicht gehört, dass er unschuldig ist. Diese ganzen Vorwürfe, die es gegeben hat, sind haltlos. Sie machen das jetzt, dass sie ihm vorwerfen, dass er in der Zeit im Gefängnis seine Steuererklärung nicht abgegeben hat. Also das geht weiter mit dieser Art von Diskreditierung. Aber darauf sollte es eine Antwort geben von allen Leuten, die Freiheitsrechte hochhalten. Und das ist unabhängig von der politischen Provenienz, die man selber hat. Es ist eine Frage, ob man sich selber ernst nimmt. Vergesst es, es gibt keine Mami und Papi von oben, die uns helfen. Wir müssen das selber in die Hand nehmen. Wir müssen selber erwachsen werden, egal wie alt man ist. Und jetzt zeigen und auch in allen Aktivitäten zeigen, dass wir uns am besten selbst regieren und das, die Gefolgschaft für Methoden, die totalitär sind, aufkündigen. In diesem Sinne, ungewöhnlich ein politischer Aufruf, aber ich glaube, er ist ein Aufruf in Richtung einer freiheitlichen Gesellschaft, die angeblich ja alle wollen, auch die Parteien. Achtung, wichtiger Hinweis. Apolut musste sich eine neue Kontoverbindung suchen. Die alte wurde uns gekündigt. Damit wir weiter regierungskritisch publizieren können, wechseln Sie bitte umgehend Ihren Dauerauftrag. Unterstützen Sie uns wie bisher, nur ab sofort über unser neues Konto. Tun Sie das bitte heute, am besten jetzt sofort. Kontoverbindung jetzt ändern unter apolut.net/konto. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben. Apolut. Jetzt erst recht.